Hallo und herzlich willkommen heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um Astrid, ein wirklich unfassbar beeindruckender Film. Der hat mich wirklich umgehauen. Es geht um die Geschichte von Astrid Lindgren. Was er kann, das erfahrt ihr jetzt. Hallo Astrid, ich frage mich, warum du so gut darüber schreiben kannst, wie es ist, ein Kind zu sein. Wir kennen alle Astrid Lindgren, die hat Pippi Langstrumpf, Michaels Lönneberger geschrieben und einfach Kinderbuchklassiker, die gefühlt alle Kinder kennen. Und dementsprechend ist das von meiner persönlichen Seite her allein schon so ein Ding gewesen. Wow, die Geschichte. Dieser Film hat so viele rührende Momente, denn, kurz angerissen, die Story, es geht darum, sie hat ihre Kindheit jetzt zu Hause verbracht und es geht darum, wie sie jetzt als junge Frau in der Welt Fuß fassen kann, erste Erfahrungen mit der Liebe macht, beziehungsweise welche Folgen das Ganze auch haben kann und es auch irgendwie nicht so toll läuft und wie stark sie daraus hervorgegangen ist und wie toll sie dadurch dann auch halt später dann diese Bücher schreiben konnte, obwohl sie eigentlich eine sehr schwere Zeit hatte. Dementsprechend ist aber diese Geschichte nur ein kleiner Teil ihres Lebens. Es geht nicht direkt um die Bücher, wie sie diese geschrieben hat, sondern um die Vorgeschichte nach ihrer Kindheit und als junge, sehr starke Frau, vor allem für diese Zeit in den 1920er Jahren. Dementsprechend ist das alles wirklich eine schöne Erzählweise. Das Ganze, ich verbinde so halt einen emotionalen Faktor auch damit, weil ich kenne die Geschichten und es ist einfach super toll erzählt. Es ist schön, wie die Erzählweise ist. Es ist durchgehend spannend. Man fühlt unfassbar mit. Also es ist wirklich toll erzählt. Eine starke Schauspielerin, komme ich gleich noch zu. Deswegen reine Geschichte, 4 von 5 Punkten. Schauspielerisch muss ich sagen, ist das wirklich toll geworden. Also die junge Alba August macht das wirklich sehr, sehr gut. Und wir haben hier andere bekannte Darsteller. Also insgesamt alles natürlich skandinavische Darsteller. Es ist ein guter Cast, es ist stark und vor allem bei der jungen Alba August fühlt man wirklich richtig, richtig heftig mit 4 von 5 Punkten. Technisch muss man sagen, ist der Film in Ordnung. Er ist jetzt nicht überragend, aber er ist gut geworden. Er sieht gut aus, die Geschichte ist schön erzählt. Natürlich an manchen Stellen vielleicht ein bisschen zu viel Wackelkamera für meinen Geschmack, aber trotzdem passt das wirklich ganz gut. Und insgesamt ist das ein schöner Film geworden. Rein technische Seite würde ich hier 3 von 5 Punkten geben. Da kommen wir leider nicht auf die restlichen 4 Punkte. Aber insgesamt sauber, solide produziert worden. Dementsprechend komme ich jetzt aber schon zu meinem Fazit. Ich muss sagen, Astrid hat mich echt überrascht. Es ist eine klare Empfehlung von meiner Seite fürs Kino mit 4 von 5 Punkten, weil der Film wirklich toll geworden ist. Er ist mitreißend, er ist spannend. Und es ist einfach für alle, die irgendwie mit Astrid Lindgren mal ansatzweise in Berührung gekommen sind, eine klare Empfehlung fürs Kino, weil das eine super rührende Geschichte ist. Also ich glaube, so emotional angekratzt war man lange nicht mehr in dem Film, weil man so mitgefühlt hat. Dementsprechend, das haben die richtig gut hinbekommen. Insgesamt sind wir dann auch bei 15 von 20 Punkten. Starker Film geworden. Sollte man sich angucken, wenn man sich auch nur ansatzweise für diese Thematik hier interessiert. Das war's soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da. Schreibt mir in die Kommentare, was verbindet ihr mit Astrid Lindgren? Und was ist eure Lieblingsgeschichte? In diesem Sinne, aktiviert die Glocke, werdet ihr über alle neuen Videos benachrichtigt. In diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao! Kinder brauchen Liebe, Astrid. Und die hast du.